mein Projekt, das heißt Ring a Scientist. Und im Rahmen dieses Projektes ist eigentlich eine Webplattform entstanden, über die Lehrer mit Wissenschaftlern Termine für Webvideokonferenzen vereinbaren können. Und da geht es eben darum, einen Wissenschaftler sozusagen live in den Unterricht zu bringen. Offene Wissenschaft bedeutet, den Forschungsalltag tatsächlich auch effizienter zu gestalten, dass es eben nicht nur um eine Ideologie geht, sondern vielmehr tatsächlich darum, auch einfach gut mit seinen Daten umzugehen und sie so aufzubereiten, dass vielleicht auch andere aus dem eigenen Labor, aber auch darüber hinaus, die nachnutzen und weiterverwenden können, aber auch man selber eben einfach darauf zurückgreifen kann. Ich dachte immer, Mensch, das wäre doch toll, wenn jemand da mal so eine Plattform aufsetzen könnte, dass auch andere Leute das nutzen können. Und durch das Fellow-Programm dachte ich, okay, ich mach's. Ich denke, wenn ich jemandem Rat geben sollte, der offene Wissenschaft einfach mal ausprobieren will, dann wäre das mit etwas anzufangen, was irgendwie keine allzu große Hürde darstellt, was man einfach machen kann. Eine solche Sache wäre zum Beispiel, tatsächlich einfach mal Protokolle, die man so gerade im Laboralltag durchaus viel anfertigt, einfach mal sauber niederzuschreiben und öffentlich zugänglich zu machen. Ja, also ein ideales Wissenschaftssystem für mich ist irgendwie ein System, wo es tatsächlich um das Wissen schaffen geht. Die Grenzen des menschlichen Wissens zu verschieben und das als gemeinschaftliches Ziel. Das bedeutet nicht unbedingt Offenheit by default, aber das bedeutet, dass ich eben dann Dinge öffne, wenn sie zu diesem großen Ganzen, nämlich mehr Wissen zu schaffen, beitragen können.